Schauen wir mal, ob wir ihm irgendwie schon helfen können oder mit ihm. Ah ja. Hey, you're back. I'm worse than I thought, actually. Did you find anything useful? Ah, wir können ihm eine Blaubeere geben. I found a few blueberries. I don't know if there'll be enough. Thank you. Although I don't think I can do much with this. I would need a few more to feel the effects. Okay. I'll see if I can find something else. Okay, eine Blaubeere reicht ihm auf jeden Fall nicht. Schauen wir schnell, wir haben ja selber nicht mehr so viel Leben am Start. Will ich jetzt nicht verschwenden gerade. Wir werden auch noch jeglichen Kämpfen momentan aus dem Weg gehen. Und ja, hier oben ist noch ein Pot. Komm schon. Komm schon. Ja. Okay. This circle is the colony. And this is where the elevator exploded. Davon kriege ich absolut nicht genug. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Monologe dazu. Voll geil. So. Ja, kochen kann man übrigens auch. Wir jetzt im Moment aber vermutlich noch nicht, weil wir noch kein Rezept haben. Genau. Blöd. Und ich würde hier gern wieder weg. Ach so, Exit ist cool. Ja, so, hier sammeln wir noch ein paar Blueberries. So, schauen wir mal hier. Drüben sind die Scavenger. Bin mir ziemlich sicher, dass es Scavenger sind. Die schauen schon ziemlich nice aus. Schauen eher aus wie Raptoren. Was haben wir hier? Eine leere Flasche und hier ist ein Geheimgang. Wir sind leider Gottes noch in einem Bereich, den ich schon gespielt habe. Deswegen werde ich euch jetzt nicht hier überraschte Reaktionen vorspielen. So. Hoffen, Wanzenfleisch. Wir schauen uns gleich den geheimen Eingang an. Schauen bloß, checken hier schnell alles ab. Wir kommen hier nämlich nicht sonderlich weit, weil hier noch ein Wolfsrudel lauert und in unserem momentigen Zustand will ich mich nicht mit ihm anlegen. Ich spekuliere immer noch drauf, bald ein neues Schwert zu bekommen. So, noch mehr Wanzen, schön. Erzbrocken, auch gut. Ist hier? Ne, nix, genau. Und hier ist noch ein Pfeil. Gut. Den Erzbrocken nehmen wir mit und näher will ich dann die anderen Gegenstände lassen wir jetzt momentan noch hier. Ich will dieses Rudel nicht anlocken. Oh, eine Blaubeere. Die hätten wir glatt übersehen. So, dann schauen wir noch schnell hier hoch. Ist noch eine Fackel. So, jetzt haben wir, denke ich, zumindest ein bisschen Wanzenfleisch, das wir uns zuführen können. Da 1, 2, 3. Ja, so ist unser Leben wieder auf 100. Sehr schön, das sieht doch schon viel besser aus. So. Jetzt ganz kurz, wie viele Blaubeeren haben wir? 10 Stück. Das reicht. Das habe ich auch schon herausgefunden. Mit 10 Blaubeeren können wir den Kerl tatsächlich heilen. Hey, you're back. I'm worse than I thought, actually. Did you find anything useful? Wir können ihm jetzt 10 Blaubeeren geben. I found a few blueberries. I don't know if they'll be enough. That's great. With this amount, I'm sure I'll recover soon. Thank you very much. Und damit haben wir den Nebenquest erledigt. Hey man. Thanks for your help. Und schwupps, kleiner Grafikbug. Genau, Quest-Tagebuch, Nebenquests. Abgeschlossene Quests. Gib Sarus etwas zur Behandlung seiner Wunden. Haben wir erledigt. Sehr schön. Ja. Manchmal ist es so einfach. Deswegen habe ich jetzt die ganzen Blaubeeren jetzt nicht weges... Ach komm. Oh, ich hasse... Ah ne, passt. Ich hasse das, wenn allein so ein roter Punkt zu sehen ist. So, und hier sind wir. An dem Tempel, an dem wir überwältigt wurden. Da sind noch ein paar Reste über...
Der Leichnam ist auch noch da. Was hat der bei sich? Erzbrocken, Becher und Münzen. Was haben wir hier Gutes? Das sind die Snapper, die schon vergammelt sind, aber noch verdorbenes Fleisch. Ja, beinhalten, besitzen. So, und hier sehen wir ein Zeichen, das uns bekannt sein sollte. Ja. This big golden belly sign. Where have I seen this before? Ich denke, ich brauche es euch nicht erklären. Also hier ist die Treppe, hier ist das Belia-Zeichen, dahinter befindet sich die Truhe, die wir suchen. Wir werden uns hier trotzdem nochmal ganz kurz umschauen. Hier oben auch, ob sich hier noch, ich glaube, vereinzelt waren hier noch Gegenstände. So, hier zum Beispiel Erzbrocken. Ja, komm mit. Ach, Alter, stell dich doch nicht so an. Wieder da rum. Ups, ups. Ups. Und ups. Ah, ich will nicht dreckig werden. Geil. So. Und wieder runter. Das verdorbene Fleisch gucken wir uns schnell an. Das war anscheinend ein Questgegenstand. Nicht für den Verzehr durch Menschen geeignet. Manche Wildtiere hingegen fressen und genießen es sogar. Übelriechendes, schleimiges Fleisch, das innerlich und äußerlich von Maden befallen ist. Nichts an diesem Fleisch ermuntert zum Verzehr. Ist auch für den Quest etwas Fleisch um Schulden zu. Genauso wie die Wolfszähne, genau. Scheint jemand einen interessanten Geschmack zu haben. So, und jetzt die Creme im Sturzflug durch die Treppen durch. So, das ist übrigens auch, fand ich sehr cool. Das ist der Weg zurück in Diegos Lager. So, da wären wir wieder. Er ist immer noch am Üben, wir haben immer noch kein Schwert. Und deswegen gehen wir zurück. Und schauen uns noch das Amphitheater an. So. Hier ist noch was, ein Erzbrocken. Da unten ist auch noch was. Gehe ich gleich hin. Ich schaue noch kurz die Treppe hier ab. Es lohnt sich einfach immer hier alles zu durchsuchen. Och nö, komm. Es lohnt sich immer wieder. Gothic ist auch so ein Spiel, wo grundsätzlich die geilsten Gegenstände immer abseits des Weges sind. Allerdings ist es meistens auch ein Drum, ja, gefährlicher, die Orte zu erkunden. So, war da auch was? Nee. So, schauen wir noch schnell hier hoch. Schnell durchrushen. So, mit dir. Ja. Hoch mit dir. Komm. Geil. Also, da bist du so ein mächtiger Hero. Manneskraft in Person und dann. Ups. Hips. So. Hier noch irgendwas. Nee, auch nichts mehr. Okay, hier geht's weiter. Hier geht's noch kurz hoch. Oh, da war mal ein richtiger schöner Sprung. Da nochmal. Er kann's. So. Hier geht's runter. Hier ist doch nichts mehr. Ja, manche Sachen habe ich dann leider vergessen. So, boah, das sieht auch affengeil aus. Diese Statue hier. Ziemlich nice. So, und jetzt das Geheimversteck. Das sich hinter der Treppe befindet, wie wir bereits auf dem Zettel gesehen haben. Hier ist es und mit Beriks Schlüssel öffnen wir die Truhe. Jetzt habe ich vergessen, ich wollte euch ja die Höhle eigentlich zeigen. Das habe ich jetzt komplett versäumt. Egal, wir kehren noch zu ihr zurück. So, hier, wir nehmen alles mit. Schauen wir kurz, was drinnen war. Cadence Anhänger. Die Form des Anhängers sieht sehr nach einem Schlüssel aus. Ein primitiver Anhänger in Form eines Schlüssels. Auf der einen Seite befindet sich das Symbol des Gottes Adanos, auf der anderen eine seltsame Markierung. So, ist auch questbezogen. Geheimverstecknotiz. Dieser Text scheint kryptisch auf die Position eines geheimen Ortes hinzuweisen. This is what I was able to save from the fire. Take it to the stash and don't let the books get wet. By the way, I also left there the sword I told you about. So, und das, was unten rechts hingemalt ist. Am Anfang
habe ich nicht ganz gewusst, was es ist. Bei meiner letzten Aufnahme. Es ist mir dann wirklich, also durch einen Zufall aufgefallen, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Spitzhacke. Ein einfaches Werkzeug, mit dem in den Minen der Kolonie Erz abgebaut werden kann. Da das Erz allerdings sehr hart ist, nutzt die Spitzhacke schnell ab und wird dadurch wertlos. Ein altes und nutzloses Werkzeug. Als Waffe ist sie zu langsam und ineffektiv. Lediglich die erfahrensten Kämpfer können sie als solche einsetzen. Gut. Fleischwanzen. Ja gut, das war jetzt nicht direkt drauf, aber in Ordnung. Zack, und die nächste. So. Was haben wir hier noch Gutes? Brot. Noch einen Dietrich. Hier können wir hochklettern, aber wohin? Ah, stimmt. Hier wieder hin. Gut. Nichts Neues. Vielleicht können wir noch ein bisschen Wanzenfleisch hier snacken. Zack, 1, 2, so. Sind wir wieder bei 120 von 140 Lebenspunkten. Hier würde es weitergehen. In die Mine, von der uns auch Diego schon erzählt hat, da gehen wir jetzt auch noch nicht hin. Wir haben nämlich Cadens Anhänger gefunden. Und bevor wir ihm den geben, erledigen wir noch eine Kleinigkeit. Wenn die Ausdauer wieder voll ist. So. Wir schauen uns nämlich jetzt Alright. die Höhle nochmal an und man sieht's, denke ich, schon von Weitem. Ich hatte ja vermutet, dass der Schlüssel vielleicht das Tor in der Höhle aufsperrt und dann ist mir aufgefallen, ja, die Zeichnung, das ist dieses Y sind die Äste hier und drunter, das sollen einfach Büsche sein, vermutlich, die man noch hingekritzelt hat. Also, ja, man sieht's auch recht schön, wofür die geheime Verstecknotiz war. So. C ist geduckt gehen. Das testen wir gleich mal aus. Funktioniert fantastisch. Ah, unser Hero ist einfach geil. Der kann sogar geduckt gehen. So. Und jetzt hier erstmal eine leere Flasche. Hier ist die Höhle. Die sieht man auch von der anderen Seite ganz gut. Und hier kommen wir jetzt hier hinein in das Geheimversteck. Hier ist noch ein Becher. Und hier ist das Langschwert, das Objekt unserer Begierde. Königsbier, was haben wir noch alles? Hier ist noch eine Truhe, oder? Truhe, Truhe, ja. Ring des Jägers, Brotbecher, Reisschnaps und Scavenger-Sandwich. Ein Haufen neuer Gegenstände, die wir uns gleich angucken werden. Noch eine leere Flasche. Königsbier, ja, die scheinen ja ganz gut gesoffen zu haben. Da. So, und das war das alte Lager. Passt. Können wir wieder rausgehen. Dann schauen wir uns kurz mal das Inventar an. Beziehungsweise erstes Quest-Tagebuch. Hier sehen wir ordentliches Schwert. Wir haben in der Handelszone jetzt eine brauchbare Waffe gefunden. Wir haben auch Cadens Anhänger gefunden. Da müssen wir nur noch mit ihm kämpfen, mit ihm reden, um die Quest abzuschließen. So, und wir haben ein paar Gegenstände bekommen. Reisschnaps erhöht die Gesamtausdauer vorübergehend um 20. Das berühmteste Getränk aus dem neuen Lager. Er ist leicht zu beschaffen und viel billiger als ein zünftiges Bier. Ui. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade Schluck aufgehabt. Puh. Ein süßes Getränk mit hohem Alkoholanteil verursacht bei seinem Konsumenten oft Benommenheit und unerwartete Wirkungen. Und Scavenger Sandwich erhöht die Gesamtlebenskraft vorübergehend um 15. Sehr beliebt bei Soldaten, die lange Wachdienste haben und bei Jägern auf langen Reisen. Getoastetes Brot mit gebratenem Scavengerfleisch. Ein einfaches und sehr nahrhaftes Rezept für all jene, die ständig unterwegs sind. Sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht. Sieht eigentlich wie eine Leberkassemmel aus. Aber halt Leberkassemmel mit Käse gut, muss nicht sein. So, hier. Waffen, da haben wir jetzt das Langschwert mit 20 Angriffsschaden. Die Schneide ist glatt und glänzend. Das qualitativ hochwertige Metall wurde geschickt von talentierten Händen bearbeitet. Schwerter sind die vielseitigsten Waffen, die man finden kann. Wenn sie aus qualitativ hochwertigem Metall hergestellt werden, dann bieten Schwerter einen hohen verursachten Mindestschaden sowie größere Chancen für erfolgreiche Treffer. Wir ziehen es jetzt noch nicht an. Ich habe es nämlich auch nicht ausprobiert. Bei meinem Let's Play. Ich weiß nicht, ob wenn wir das Langschwert tragen, ob es Caden dann erkennt. Deswegen lasse ich es noch ausgezogen, bis wir die Quest abgeschlossen haben mit seinem Anhänger.
So, und hier haben wir noch Ring des Jägers, erhöht die Gesamtausdauer um 25. Der Ring des Jägers ist von Experten angefertigt worden und symbolisiert den Kreislauf von Leben und Tod zwischen dem Kopf und dem Schwanz eines Greifvogels. Ein Ring dieses Typs stärkt für gewöhnlich bestimmte Fähigkeiten des Trägers, wenn er die richtigen Tiere jagt. Erhöht den bei flugunfähigen Vogelwesen verursachten Schaden. So ein Zufall, dass wir wahrscheinlich bald ein paar Scavenger killen müssen, und das sind ja flugunfähige Vögel. Also in dem Teaser gibt es Zufälle, finden wir auch glatt so einen tollen Ring, ne? So. Dann gehen wir mal zurück zu Caden. Mit Yeo quatschen wir jetzt noch nicht, weil wir werden noch schnell mit dem neuen Schwert hier drüben die Scavengers killen und werden das Wolfsrudel da hinten schlachten und uns da nochmal ein bisschen umsehen. Und wenn wir das erledigt haben, dann machen wir uns auf zu Diego. So, mein lieber Caden, ich bin zurück.